So, moin moin aus Hamburg. Ich möchte euch heute hier den neuen Mink X vorstellen. Wie alle Minks aus umweltfreundlichen und voll recycelbaren ABS-Kunststoff, also kein GFK, wie man vermuten möchte. GFK ist Sondermüll, nicht recycelbar. So, was den ausmacht, ist natürlich zum einen die Farbkombi. Das Schwarz-Grau mit den dicken All-Terrain-Reifen, den besonderen Felgen, steht auch höher und breiter als Mink S und Mink E. Das ist der E, speziell für E-Autos konzipiert in Blau. Ja, die Bereifung ist natürlich ideal für dieses Fahrzeug, nahezu unkaputtbar und macht natürlich einen echt coolen Eindruck. Steht nochmal, wie gesagt, 3 cm höher, hat mehr Bodenfreiheit dadurch. Ansonsten haben diese Modelle jetzt alle von vornherein gewisse Optionen inkludiert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Webasto-Dieselstandheizung, wir haben eine Solaranlage mit 110 Watt. Wir haben eine verbaute Batterie mit 70 Ampere. Das Ganze ist auf dem Alko-Chassis. Das heißt, alles Standard, unproblematisch zu bedienen, zu warten etc. Ersatzteilversorgung überhaupt kein Thema. Natürlich gebremst. 13-Pin-Stecker. Dann ist diese Cargo-Abdeckung hier drauf. Wir haben hier ein Anschluss von DEFA, deutsches Fabrikat, ganz cooler kleiner Stecker. Wir haben hier den Dieseltank, der hat 12 Liter. Ja, reicht für 7 Tage quasi durchheizen. Ansonsten, die coolste Ansicht ist natürlich die von hinten bei Mink, finde ich. Wir haben hier das Solarmodul und natürlich diese legendäre Panoramascheibe. Ansonsten sieht er eigentlich wirklich richtig, richtig cool aus, wenn man ihn so von hinten sieht. Das ist schon ein echt cooler Auftritt. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen die Küche an. Wir haben hier eine recht spartanische, aber damit auch wenig aufwendige Küche. Wir haben kein Wasser, wir haben kein Spülbecken und wir haben keine aktive Kühlung. Dafür ist das alles wetterfest und extrem hochwertig. Wir haben diese Boxen hier, bis aufs Geschirr ist alles Standard. Wir haben hier oben 12 Volt. Und auch eine 220 Volt Dose, wenn man vorne angesteckt ist. Wir haben standardmäßig einen Kocher dabei. Wir haben auch das Schneidebrett dabei. Schön aus Feinstaub Bambus. Selbstverständlich den auch mit Windschutz. Ja, dann gibt es diese zwei Filztaschen. Da ist dieses DEFA-Kabel drin. Das ist alles mit dabei. Das hier ist kein Spülbecken, das ist ein passives Kühlfach. Die coolen Jungs hauen sich da natürlich die Eiswürfel vom Gletscher, die hacken sich das Eis vom Gletscher, meine ich natürlich. Ja, und wir müssen uns mit Eiswürfeln von der Tanke oder eben auch Eisakkus begnügen. Auch übrigens sehr cool beleuchtet. Dann haben wir hier nochmal mehr Staufächer. Das heißt, darunter gibt es auch noch mal, entweder kann man da Eisakkus reinlegen, um das Ganze ein bisschen zu kühlen, oder eben den Stauraum noch mal ein bisschen zu erweitern. So, jetzt kann man das hier noch mal schön sehen. Auch eine sehr coole Beleuchtung, wenn es dunkel ist, sieht es mega aus. Ja, auch so Kleinigkeiten hier, dieses Branding der Scheiben, alles von Polyplastik in den Niederlanden. Dann haben wir hier eine Zwangsbelüftung. Wir haben ganz cool designte Verdunklungsrollos. Die Scheibe, die öffnet ja so, dass man hier quasi
die Scheibe nach außen stellt. Das heißt, man kann auch im Regen sehr schön das Fenster auflassen. Ansonsten haben wir hier eine tolle schwarze Rückenlehne, anders als bei den anderen beiden Minx-Modellen. Die sind dann dunkelbraun. 1,40 Meter mal 2 Meter Bett. Und jetzt mal der Blick auf dieses super geile Panoramadach. So, wir haben hier die Bedienung der Vibasto Standheizung. Einfach an, aus, super einfach. Temperatur einstellen, fertig. Wir haben hier echt Holz mit indirekter Beleuchtung. Wir haben hier Schuhkisten, die standardmäßig dabei sind. Auch diese Ablage, eine davon ist standardmäßig höhenverstellbar. Entweder nutzt man diese Möglichkeit der Höhenverstellung oder man kann auch optional noch eine zweite dazu ordern. Hier auch nochmal schöne Filztaschen auf beiden Seiten. Wir haben hier auch ein Verdunkelungsrollo, was genauso zu bedienen ist wie an den Seiten. Ja, hinter dieser Abdeckung ist ein bisschen Technik. Also da sind Ladegeräte, Sicherung etc. verbaut. Aber was das allercoolste ist, ist diese wahnsinnig dicke Matratze. Die ist so cool und man schläft da so hervorragend drin. Selbstverständlich ist das Fahrzeug komplett gedämmt. Logisch, kommt aus Island, geht gar nicht anders. Und 30% circa der Heizungsluft geht immer unter die Matratze, auch um eventuell gebildetes Schwitzwasser abzutrocknen. Und der Rest geht dann oben hin. Was es optional jetzt noch gibt, sind zwei Heckzelte. Das heißt, das eine ist mehr so ein Sonnendach. Sieht aus wie ein überdimensionaler Regenschirm oder Sonnenschirm. Und das andere ist ein tatsächlich geschlossenes Heckzelt, was man hinten adaptieren kann, sodass man da wirklich noch einen zweiten Wohnraum quasi draus generieren kann. Ja, also wer Interesse hat, super cooles Fahrzeug, gerne melden, anschauen an all drei Standorten Hamburg, Mülheim, Kärlich und Dasing. Wichtig ist zu beachten, dass das Fahrzeug auf der einen Seite durch diese Fahrwerksgeometrie extrem stabil läuft, weil die Achse sehr weit hinten sitzt, Schwerpunkt sehr tief ist. Nachteil dabei für den einen oder anderen ist die verhältnismäßig hohe Stützlast. Die liegt hier bei knapp 75 Kilo im Leerzustand. Die Kupplung kann 120, nur das Fahrzeug muss natürlich dann auch entsprechend das können. Also es ist nicht für jedes Auto geeignet. Also, wir freuen uns. Bis demnächst bei uns. Danke und bis bald. Ciao.